Ja, das ist verschlossen. Das ist ein Hebel. Okay, da ist eine weitere verschlossene Tür. Oh, was ist das? Wie? Ich kann diese Spruchrolle, ich komme da nicht ran. Stellen wir doch mal den Stuhl zur Seite und den Teller. Tatsache, die ist einfach nur Zierde. Oh, wie gemein. Okay. Oh, Mann. Du hast ein großes, zweihändiges Schwert in der Hand. Und du versuchst trotzdem, dieses Fass aufzuschließen. Okay. Das wird das gleiche Problem sein. Oh. Ich habe mal wieder keine Ahnung, was das jetzt schon wieder für ein Geräusch war. Okay. Ja, dann versuchen wir mal durch diese Tür durchzukommen, indem wir den Hebel betätigen. Huch, das sind ja zwei verschlossene Türen. Okay. Naja, wahrscheinlich wird der jetzt diese Tür öffnen und hier wird dann wieder ein Hebel drin sein, der... nee. Ist wahrscheinlich eine andere geschlossene Zelle. Ist da irgendwas Interessantes drin? Nicht, dass wir hier irgendeinen mächtigen, wichtigen Questgegenstand oder so verpassen. So. Nee. Stroh. Okay. Nee. Ares, du sollst mal nochmal mit dazukommen. So, jetzt können wir das gerne machen. So, gibt's hier noch irgendwas? Nee. Da geht's nach draußen. Oh, oh. A death knight? Here? I must wipe your vile presence from this place at once. Like he wiped out the villagers? Ihr seid für die Ausrottung eines gesamten Dorfes verantwortlich. The people of Alaroth deserve to die. They did not walk the path of the gods. Their souls were damned. I was doing the world a favor by obliterating them. Alaroth. Die Bewohner, von denen die Rede ist, sind die Bewohner von Alaroth. Bedeutet das, dass dieses Dorf jetzt von der Karte ausradiert ist? Das letzte Mal, als wir mit Lucien dort waren, war es ja noch ein Dorf voller Heiler und da waren eigentlich weder Frauen noch Kinder. Aber das hier spielt ja offensichtlich irgendwann danach und... Wer weiß, wie sich das in der Zwischenzeit entwickelt hat. Und was ist mit den unschuldigen Kindern, die ihr auf dem Gewissen habt? Especially the children. Little demons waiting to flourish. Look at his eyes. He's clearly insane. Under different circumstances, we might actually get on. Okay. Tut mir leid, Junge. Schattenkeule. Wir haben ja noch nicht genug im Inventar. Normaler Pfeil, Giftpfeil, normaler Pfeil. Ach, die sammelt doch jetzt der Todesritter alle ein. Das ist nicht das, was ich wollte. Explosivpfeil, okay. Oh, hier geht's noch weiter. Aufspaltender Pfeil, normaler Pfeil. Normaler Pfeil. Oh, naja. Hier waren wir noch nicht. Normaler Pfeil. Davon habe ich doch jetzt bestimmt schon 5000 oder so. Gold. Naja, immerhin das hat den Vorteil. Wir können hier nochmal ordentlich looten.
natürlich ist hier wieder verschlossen. Shit. Das geht wahrscheinlich auch nur mit dem... Wow. Den Schlüssel von dem Anführer der Paladine auf. Sagt eigentlich unser Tagebuch. Eingesperrte Hexe. Eine von Paladin festgehaltene Hexe bat mich darum, sie zu befreien. Das stimmt auch eigentlich so gar nicht. Sie verhielt sich überhaupt nicht wie eine Hexe. Ich glaube, etwas Merkwürdiges geht hier vor sich. Die erste Aufgabe des Nekromanten. Ich bin zum ersten Mal im Auftrag des Nekromanten unterwegs, um ein Kristallfragment zu finden. Er hat mich zu einer Abtei teleportiert, in der Paladine leben. Anscheinend haben sie eines der Kristallfragmente gefunden. Warte mal, kann es sein, dass der Kristall hier drin ist? Nee. Aber wenn die Paladine sich merkwürdig verhalten, dann kann es sein, dass die Reue der Hexe auch durch das Kristallfragment hervorgerufen wird. Und die überhaupt nicht mehr so nett und zugänglich ist, wenn das Kristallfragment erstmal hier weg ist. Okay. Weinflasche. Kann hier nicht mal irgendwo ein Schlüssel rumliegen? Ich bete darum. Welche mystische Pflanze. Wenigstens geht's da weiter. Okay. Offenes Fass. Oh, Goldschlüssel. Nice. Man muss nur darum nett bitten. Dann kommt alles zu einem. Okay. Was ist das? Zerstörter Elfenschrank. Aha. Ah, hier geht's auch noch weiter. Na, ich gehe da erstmal in diese Bibliothek oder was es war. Ach so, nee, wir machen erstmal hier die Truhe auf. Ach, mächtig, gewaltig. 48 Goldmünzen. Das habe ich mir spektakulärer vorgestellt. Okay. Nice. Oh, ich freue mich. Oh, so viele schöne Bücher und Manuskripte und... Oh, und kein Gegner. Das ist doch total super und... Saphirschlüssel. Und ein Hebel. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, fangen wir mal hier an. Die Hexe und das Biest. Das ist ein Buch aus Divine Divinity. Tief im Wald lebte einst eine Hexe namens Yar Germain. Ihre Schönheit und Intelligenz war im gesamten Königreich unübertroffen. Im Alter von 32 Jahren beschloss sie, den Rest ihres Lebens in der Einsamkeit des Waldes zu verbringen. Der Legende nach freundete sie sich mit einem mächtigen Geist an, der in diesem Wald lebte. Sie wurde seine Geliebte und schenkte ihm einen Sohn. Leider war ihr neugeborener Sohn entstellt und ähnelte mehr einem Biest als einem Menschen. Sein ganzer Körper war mit braunem Fell bedeckt. Als der Junge im Wald aufwuchs, glich er mehr und mehr einem schrecklichen Tier. Er tötete unschuldige Menschen, die sich zu nah an Yar Germains Hütte heranwagten. Daher beschloss sie, dem erbärmlichen Leben ihres Sohnes ein Ende zu machen. Als der Geist herausfand, was sie getan hatte, erwürgte er sie. Nun spukte er in der Nähe von Yar Germains Hütte mit dem Geist seines Sohnes an seiner Seite. Ja, ich habe mich immer gefragt, ob diese Hütte im Dunkelwald ist und habe so ein bisschen gehofft, dass wir vielleicht nochmal darauf stoßen, wo ich natürlich eigentlich schon wusste, dass es nichts dergleichen geben würde. Ja, vielleicht stoßen wir jetzt hier darauf, wer weiß. Pilze, die kleinen Freunde, Teil 2, Kriegsführung, okay. Die Geschichte zeigt uns, dass das Wissen um Pilzgifte eine entscheidende Rolle im Krieg spielen kann. Grundsätzlich ist es wichtig zu bedenken, dass die meisten Pilzgifte, je nach Ziel, unterschiedliche Wirkungen haben. Ein Imp könnte zum Beispiel an den Wirkungen des Schwarzring-Morabut-Pilzes für mehrere Stunden erblinden, während ein Mensch nichts davon merken würde. Deshalb ist es wichtig, dass man das Ziel der Vergiftung nicht außer Acht lässt. Okay.
Bücherregal enthält nichts. Bücherregal enthält nichts. Enthält nichts. So. Okay. Die spannenden Geschichten um Rotbark den Barbaren, Teil 2. Ach. Ja, auch davon hatten wir eine ganze Menge in Divine Divinity. Rotbark und sein Zwergenfreund Ekmar traten einst der Armee eines Adligen bei. Ein böser Zauberer war im Bund mit dem Verdammten und hatte das einzige Kind des Adligen verschleppt. Eine böse Frau namens Juanita. Der böse Zauberer öffnete ein Portal in die Unterwelt und beschwor Dämonenhorden herbei, die seinem Ruf willenlos folgten. Der Kampf gegen die Dämonen, die den Turm des bösen Zauberers verteidigten, dauerte Wochen, bis Rotbark und Ekmar schließlich in den Turm schleichen und den Zauberer töten konnten. Juanita freute sich sehr darüber, dass ein Barbar sie befreit hatte und belohnte ihn mit der Geburt seines ersten Sohnes. Ah ja. Eine böse Frau. Okay, naja. Ist ja alles irgendwie Teil 2. Achso. Oh, das ist das gleiche Buch. Oh, sag mir da nicht, dass das jetzt alles das gleiche ist. Nee. Buch über Imps und andere Rassen von einem Historiker der Imps. War nicht Zickzacks ein Historiker der Imps? Es ist allgemein bekannt, dass die Imps in vielen Welten leben. Sie leben auch in Rivellon zusammen mit anderen Rassen wie den Menschen, Elfen oder Zwergen. Menschen sind zu dreckig und zu groß. Elfen sind zu eingebildet und zu groß und Zwerge sind zu laut und zu groß. Stimmt, die sind alle größer als die Imps. Nur Imps haben richtige Körpergröße und größte Intelligenz aller Rassen. Natürlich, wenn es ein impischer Historiker war, der das geschrieben hat. Und die Imps haben auch größten Helden von allen. Angst. Der zusammen mit seinen Dienern, Brontion und von den Elfen, Zandalor von den Zauberern, Eolus von den Zwergen und Mitgliedern aller anderen Rassen den Göttlichen wieder zurück ins Leben gebracht hat. Der Göttliche konnte bösen Dämon der Lügen dann vernichten. Ja, wir erinnern uns, der Göttliche, ja, mit seinen Dienern, ja, nee. Angst war eigentlich komplett gleichberechtigt mit Brontion und Zandalor und Eolus und so weiter. Ja. So. Dafür hast du also den Göttlichen die ganze Zeit belauert, um so einen Mist am Ende aufzuschreiben, Zickzacks. Oh Mann. Das ist total nice. Na. Kochrezepte 12. Elfenapfelwein. Vermenge Apfelwein mit Zitronen- und Orangensaft in einem großen Kochtopf. Gebe etwas Ingwer und Gewürze in einen kleinen Beutel und wirf ihn mit in den Kochtopf. Erhitze den Topf, bis er zu kochen beginnt. Entferne nach 5 Minuten den Beutel, einen Schuss Brandy hinzugeben und warm servieren. Klingt gar nicht so übel. Globus. Können wir da irgendwas erkennen? Sieht aus wie Amerika hier. Aber so ganz eindeutig ist es nicht. Okay, ein weiteres Manuskript. Ein großer Knall bei Nacht, geschrieben von Knallnix. Die Nacht, als Onkel sich den Finger brach, wachte das gesamte Dorf auf wegen großem Knall bei Nacht. Außer Onkel, weil er nicht mehr so gut hört, und Schwester, weil sie nicht am selben Abend, zu viel Emuiates Seus hatte. Alle anderen wach und rannten zum Dorfplatz, wo Schamane uns beten ließ und Imps opfern begann, um böse Götter zu beruhigen. Aber Wahrsager und Alchemist wollten das nicht. Eine große Feuerwand kam vom fernen Wald auf uns zu und schwarzer Rauch bedeckte schon den Himmel. Gingen später zum Wald, als das Feuer aus war, fanden dort tote Tibas und Pilze und Bäume und Spinnen und fanden glühenden Stein und Imps fühlten sich schlecht, also kehrten zurück zum Dorf und später starben alle außer Knallnix und Schamane sagte, das ist ein Zeichen, die Nase nicht in Angelegenheiten der Götter zu stecken. Ohne Punkt und Komma, wie so ein
Da fehlen nur noch die Rechtschreibfehler und es klingt wie so ein Post von so einem 13-Jährigen irgendwo auf Facebook oder so. Nichts gegen 13-Jährige, aber wenn ich mir manchmal so angucke, was so geschrieben wird, dann verliere ich manchmal so ein bisschen den Glauben an die Jugend von heute. Naja. Aber ich weiß ja, das ist ja sowieso alles nur immer, weiß ich nicht, das sind sowieso immer die schlechtesten Beispiele, die irgendwo ins Internet gesetzt werden. So, das Pergament nehmen wir trotzdem mal mit, denn es kann sein, dass uns das irgendwie hilft, um vielleicht die Vorgänge im Dorf zu verstehen. Also ich meine, da ging es ja auch um einen Schaman und weiß ich nicht, vielleicht hat es auch was mit einem Kristallsplitter zu tun. Das wäre mir noch sehr interessant rauszufinden. Habe ich jetzt den Saphirschlüssel mitgenommen? Ja, okay. Eine Abhandlung von Nathan, den Gelehrten. Eines schönen Tages im Herbst spazierte ich durch meinen Garten, als ich anfing, mir Gedanken darüber zu machen, warum Blätter und Früchte auf den Boden fallen, statt nach oben oder zur Seite oder einfach an Ort und Stelle zu schweben. Dieses Phänomen, das für die meisten eine Selbstverständlichkeit darstellt, ist in Wirklichkeit jedoch gar nicht eine so einfache Angelegenheit. Und als ich begann, diese Sachen zu erforschen, sah ich, dass es viele verschiedene Ideen und Lösungsvorschläge für dieses Problem gibt. Eine der interessantesten Erklärungen stammt von Hoga, dem Ork, und ist 60 Jahre alt. Sie besagt, dass die Welt aufgrund ihrer Größe kleinere Körper anzieht, da die Welt in der Tat extrem groß sein muss, schließlich hat noch niemand ihren Rand entdeckt, werden sogar sehr große Körper wie etwa Berge angezogen. Diese Annahme hat natürlich weitreichende Konsequenzen. Wenn wir zum Beispiel rein hypothetisch klein genug wären, um auf einem Apfel stehen zu können, würden wir entdecken, dass dieser viel kleinere Dinge anzieht, als ob er eine kleine Welt für sich wäre. Wenn tatsächlich jeder Körper andere auf diese Art und Weise anzieht, könnte das die Rätsel lösen, die uns seit Urzeiten plagen, wie zum Beispiel die Bewegung der Himmelskörper oder warum alles von Staub bedeckt ist, wenn die Putzfrau mal eine Woche frei hatte. Natürlich muss diese Annahme erst bewiesen und viel tiefschürfender und ernsthafter erforscht werden. Oh, das ist schön. Hoga, dem Ork, ich will ihm begegnen, der erste Physiker hier in dieser Welt. Oh. Das finde ich so geil, das nehme ich mit. Die wiegen ja nicht viel. Musikalische Imps. Entgegen der allgemeinen Meinung sind Imps recht musikalisch, auch wenn es natürlich eine andere Frage ist, ob sich ihre Musik gut für das menschliche Ohr anhört oder nicht. Die bevorzugten Instrumente sind die Wupflöte und die Jumumgeige. Oder? Ja. Mit denen solche Impfwesen wie Rhapsody der Riesenfrösche und Impfdame in Rot. Oder die eher romantische Ballade, ist das ein Pilz in deiner Tasche oder bist du nur erfreut, mich zu sehen, gespielt werden. Ja. Magische Tragödien. Oh, es gibt auch ein Pendant zu den magischen Missgeschicken aus Divinity. Teil 8. Die Nebenwirkungen von belebten Gegenständen. Ein magischer Besen hat noch niemanden ein Bad eingelassen. Ah ja. So, dann machen wir mal hier noch die Truhe auf. 75 Goldstücke, sehr schön. Bücherregal enthält nichts. So. Okay. Magische Tragödien Teil 8. Traditionelle Imp-Rezepte mit gemischter Pilzkuchen mit Imp-Bier. Zutaten. Genug Teig für einen Kuchen mit 20 cm Durchmesser. 455 Gramm gemischte, essbare Pilze. Hinweis, nicht den schwarzen Rumsee-Pilz verwenden, der auch, wenn er essbar sein mag, einen bitteren Geschmack beim Kochen annimmt. 55 Gramm Riesenfroschbutter, 250 Milliliter Riesenfroschsahne, 2 Esslöffel Mehl, eine mittelgroße Zwiebel, verschiedene Kräuter und einen guten Schuss Imp-Bier. Okay. 20 cm Kuchenblech mit dem Teig auslegen. Mama Dulis berühmter Imp-Kuchenteig ist zu empfehlen. Das liest sich wie so eine Rezeptbeschreibung hinten auf so einer Maggi-Tüte. Man nehme das und das von der und der Firma.
Zwiebel grob schneiden und in der Butter anrösten, darauf das Mehl streuen, langsam die Sahne hinzufügen, bis eine klumpenfreie Soße entsteht. Nun die Kräuter und das Bier hineingeben. Schritt für Schritt die gemischten Pilze hinzufügen und auf schwachem Feuer köcheln lassen. Danach in das vorbereitete Kuchenblech geben und mit Teig bedecken. In einem heißen Ofen eine halbe Stunde backen. Oder bis einem das Wasser im Munde zusammenläuft. Ja, auch eine Variante. Nur würde ich dann leider alles irgendwie roh essen, weil mir vorher schon das Wasser im Munde zusammenläuft. Oh, ist das nett, ist das nett. Ja, Riesenfroschbutter, das haben wir schon kennengelernt, dass es hier sowas gibt. Musikalische Imps, okay, das kennen wir jetzt schon. Militärkunde 2, das Leben eines Ritters, Teil 1. Jedes Jahr wählt der Herzog von Ferrol einige siebenjährige Knaben aus, die als Knappen ausgebildet werden. Als Knappe erlernen die Jungen in ihrem Stand angemessene Verhaltensregeln und Manieren. Die alten Ritter bringen ihnen bei, ihre Rüstungen und Waffen zu polieren. Sobald sie das 14. Lebensjahr erreicht werden, sind sie Schildknappen. Schildknappen bereiten die Mahlzeiten für die Ritter zu, waschen ihre Kleidung und helfen ihnen beim Ankleiden. An dem Tag, an dem der Schildknappe selbst ein Ritter wird, trägt er eine weiße Robe und macht sich auf zur Burg Eisenfaust, um dort für mehrere Stunden zu beten. Schließlich darf der Knappe seine eigene Rüstung anlegen, während sein eigener Knappe ihm das Schwert reicht. Anschließend schlägt ihn der Priester der sieben Götter mit der stumpfen Seite seiner Klinge zum Ritter und fordert ihn dazu auf, Treue zu schwören. Ich glaube, auch das haben wir schon in Divine Divinity gelesen. Die fangen erst mit 14 an, die Mahlzeiten für die Ritter zu kochen. Naja, das hätten sie auch schon eher machen können. Und dann lieber die wichtigen Sachen irgendwie mit 14 lernen. Naja, musikalische Imps. Kochrezepte 8. Apfelstreusel. Entkerne und zerschneide einige Äpfel und gebe sie auf eine Backplatte. Mische etwas Zucker, Haferflocken und Zimt miteinander und bestreue damit die Äpfel. Wenn du möchtest, kannst du auch Walnüsse darüber streuen. Kochrezepte 9. Honigbutter. Man nehme etwas Butter und lasse sie in einem warmen Raum weich werden. Man gebe etwas Honig hinzu und rühre, bis alles gut durchgemischt ist. Dann je nach Wunsch noch zerhackte Nüsse hinzugeben, anschließend abdecken und an einen kühlen Ort aufbewahren. Und wann benutze ich die dann? Außer beim Backen. So, die haben wir schon durchgelesen, ja. So, dann fehlen jetzt nur noch die auf dem Tisch. Magische Tragödien, Teil 7. Zaubersprüche, die man niemals an sich selbst ausprobieren sollte. Ein Fall für Tierversuche. Ah, ja. Kochrezepte, gefüllte Anchovis und Sardinen. Um Anchovis und Sardinen zu füllen, legt man sie in heißes Wasser, nachdem man Kopf und Gräten entfernt hat und sie entlang des Rückens aufgeschnitten hat. Verwende dafür stets ein sehr scharfes Messer mit dünner Klinge. Als nächstes zermalt man Majoran, Rosmarin, edle Gewürze, Safran und das Fleisch einiger anderer Fische. Fülle die Anchovis oder Sardinen mit dieser Mischung und brate sie in Öl. Oh Leute, so langsam kriege ich Hunger, ey. So, Bücherstapel. Da ist also nichts weiter dabei. Hier haben wir noch ein Manuskript. Magische Tragödien Teil 9. Dimensionstore und Teleportation. Überqueren niemals eine magische Grenze ohne eine Waffe in der Hand. Das kennen wir schon. Musikalische Imps. Okay, das hatten wir auch schon. Magische Tragödien Teil 5. Zauberspruchdauer. Die strategische Kunst der Kampfmagie. Ah ja. Okay. Jetzt haben wir hier alles endlich durchgelesen. Hat eine ganze Weile gedauert. Aber ich finde Bücher immer toll. Und also die jetzt hier das erste Mal Beyond Divinity von mir angucken und Divine Divinity nicht gesehen haben. Ich habe es in Divine Divinity ja auch so gemacht, dass ich immer jedes Buch durchgelesen habe. Weil ich das einfach total nett finde, was man da so noch für Seiteninfos bekommt und was es da manchmal noch so für Witze und Anspielungen gibt. Und das muss dann halt mal sein. So,